Was versteht man unter einem Realkredit? Was versteht man unter einem Realkredit? Nun, Gegenteil oder Gegensatz von Realkredit ist der Personalkredit. Und die Frage, was das jetzt hier heißt, Realkredit und Personalkredit, beantwortet sich über die Frage, wer haftet? Wer haftet? Und der Name verrät es im Grunde schon. Beim Personalkredit haftet eine Person oder mehrere Personen, zum Beispiel der Kreditnehmer und ein Bürger, das ist ein Personalkredit. Und beim Realkredit gibt es eine materielle Absicherung. Die Person haftet auch, ja, in Deutschland. In Amerika ist das anders. In Amerika beim Immobilienkredit haftet in der Regel nur das Haus. Hier haftet der Mensch auch mit Haut und Haaren. Aber eben das Haus ist die zusätzliche materielle Absicherung. Also das ist in der Regel dann ein Realkredit, ist dann zum Beispiel eine Hypothek oder viel häufiger eine Grundschuld. Was ist der Unterschied? Die Hypothek steigt und fällt mit der Schuld. Die Grundschuld besteht unabhängig von der Schuld. Ja, und ist deswegen auch einfacher zu handhaben. Das sind also klassische Realkredite, Kredite, die durch Hypothek oder Grundschuld abgesichert sind. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.